Hallöchen und herzlich willkommen, liebe Zuschauer der Roleplay-Geschichte. Wir sind wieder auf der Altkirch, die Happy Farmers sind wieder unterwegs. Wir freuen uns, dass ihr wieder mit dabei seid. Und ja, wir gucken mal, was jetzt in dieser Folge so passieren wird. Ja, wir haben ja jetzt ein bisschen unser neues Kalkwerk, das wir gekauft haben, uns ein bisschen bearbeitet und jetzt würde ich einfach mal sagen, wir fragen mal einen Ronny, ob wir ihm jetzt da noch ein bisschen helfen können. Das hat mir ja versprochen. Das heißt, wir rufen jetzt mal beim Ronny durch. Moment, Ronny, einmal bimmeln. Boah. Ja, Toni hier. Moin. Du? Ja. Kann ich dir noch helfen? Ich habe noch ein, zwei Bahn. Klar, schnapp dir irgendwas. Was? Ballen. Ladewagen. Du, das ist vollkommen egal. Hast du immer noch im Silo? Hast du was stehen oder muss ich was mitbringen? Ja, nee, am Feld steht noch ein Ladewagen. Mit Trecker? Nee, ohne Trecker. Also mit Trecker muss ich mitbringen. Yeah. Ja. Alles klar. Ja. Dann komme ich jetzt. Da fährt glaube ich was. Oh, die Fanny hätte mich über einen Haufen gefahren, wenn ich nicht geguckt hätte. Ja, da musst du aufpassen. Ja, ich mag schon. Sie bremst nur für Tiere. Ja, nicht für Tonis. So, wo ist mein Trecker her? Hier ist was los hier unten, also Wahnsinn. Okay. Boah. Ich habe auch schon mit dem Smart gequatscht, obwohl ja das Feld für ihn bewirtschaften sollen. Ja. Aber die überlegen, so wie ich gehört habe, überlegen sie, ob sie einen guten Deal mit dem Weiter ausmachen, dass sie sogar noch Hexer vielleicht kriegen. Okay. Da wollen sie dann eventuell ein paar Felder mit Mais anbauen. Ja, ja. Oh, warum nicht? Ja, da habe ich halt schon gesagt, dass ich hier noch vier Felder pachten will. Mhm. Wie hast du denn so gedacht? Ladewagen? Also 135, 135, 113, 112. Das ging mir zu schnell. Moment, was? Nochmal? 134, 135, 112 und 113. Ach, die vier Stück da, die in der Reihe. Genau. Ja, warum? Die eine hat man doch schon mal, gell? 113, 112? Nein, das ist 114, 111. Hm? Ah, okay. Soll ich Stroh einsammeln oder was soll ich machen? Ah, Dylan hat was. Moment, okay, ich rufe mal beim Dylan an, der will irgendwas von mir. Ich fahr da auch mal ab, ne? Ja. Hand? Ja, Toni hier. Hallo, ich soll dich anrufen? Ja, du, ich hab gerade eben mit Rainer geredet. Ja? Und hab ihn mal hier wegen den Strafgeldern da angesprochen, ne? Mhm. Strafgelder, okay. Sagen wir's mal so, seine Reaktion war, ja, er muss jetzt mal schnell in die Bücher gucken, er muss das mal eben alles richtig schreiben. Okay. Ja. Relativ deutlich, oder? Irgendwie schon, ja. Irgendwie ja. Also da hat er sich dann doch, ja. Also da müssen wir definitiv dann nochmal ein Gespräch mit ihm suchen. Ich glaube auch, oder? Ja, also irgendwas läuft da. Mhm. Und ich glaube, nachdem er dir das gestanden hat, ist er jetzt weg, oder? Da kam irgendwie vorher was durch, dass er heute voll weg ist, ne? Wieder mal. Ja gut, aber nach der ganzen Aktion, was heute noch mit Matt war. Ja, das war ja auch heftig, ne? Vielleicht musst du auch mit dem Matt zu Hause nochmal irgendwas klären. Bei Familie oder so. Ja, irgendeiner muss es ja überbringen, die tolle Nachricht. Ja gut, müssen wir zumindest mal, wenn wir uns nächstes Mal sehen, mal müssen wir mal einen Termin vielleicht mal probieren, oder? Ne, also da müssen wir auf jeden Fall nochmal ein Gespräch mit ihm führen. Mhm. Irgendwas ist da im Argen. Müssen wir mal auf den Zahn fühlen. Nicht, dass da noch irgendwas ist, also ich weiß nicht, weil er hat ja den Vitali, der Walter hat ja den Vitali angestellt. Und der hat ja einen russischen Namen, ne? So, Vitali und so, Smirnov, ne? Und da war er dann richtig so, wie soll ich sagen, ein bisschen verstockt, geschwind. Hm. Ja, nicht, dass da, wir wissen ja noch die Vorgeschichte, ne, mit Schwatzingen und so, dass da was lief. Ja. Wer weiß, ob da. So schon auf so einen Namen reagiert. Richtig, richtig, ne, dass da doch noch irgendwas. Läuft also da müssen wir auf jeden Fall nochmal das Gespräch suchen. Finde ich auch. Müssen wir echt mal gucken, ob wir vielleicht was rauskriegen. Ich meine,
wenn du so rumdruckst und das dann so heimlich machst, weißt du, ich werde den jetzt so nicht eingeschätzt, ne? Dass er das so irgendwas macht, aber muss noch schon irgendwas laufen. Also da müssen wir mal ein bisschen vorsichtig auf den Zahn fühlen. Nicht, dass da noch irgendwas entläuft, ja? Mit Schwatzingen. Müssen wir mal gucken. Dem müssen wir auf jeden Fall nochmal nachgehen. Ja, genau. Wie läuft's bei dir oben? Schon lange nicht mehr so gehört. Ja, ich hatte jetzt relativ viel zu tun, dadurch, dass Rainer nicht viel da war. Das glaube ich, ja. Bin natürlich jetzt so langsam ein bisschen im Hintertreffen mit der Holzproduktion. Das glaube ich dir, das glaube ich dir. Da hätte ich übrigens eine Idee. Der Vitali, der ist ja jetzt beim Walter mit angestellt. Und soviel ich weiß, fährt er unheimlich gern LKW. Und ja, ich damals deine Dinger da ausgeliefert hatte, deine Gabelstapler, da ist mir so jetzt irgendwie die Idee gekommen, du könntest denn doch irgendwie so zwischenanstellen, also nicht richtig direkt anstellen, aber dass der für dich quasi die langen Wege zurücklegt und die Baumstämme und so durch die Gegend fährt. Weißt du? So. Es geht hauptsächlich um die Paletten, ne? Ja, klar, genau. Da jemanden zu haben, der da die Paletten von richtig. A nach B schafft, genau, wäre gar keine schlechte Idee. Ne? Sollte man vielleicht einmal überlegen, ob der da nicht vielleicht, weil ich denke mal, ewig wird ja der Vitali jetzt auch nicht Arbeit haben. Hier. Weil irgendwann ist hier alles mal ausgeliefert, aber ich denke mal, da hätte er durchaus was zu tun, oder? Ja, hier fällt ja auch vor allen Dingen immer wieder was an, ne? Also richtig, richtig. Ist ja eigentlich, dass das Sägewerk gar nicht großartig stillsteht. Und ich bin auch gerade am gucken, ich könnte wieder eine größere Ladung fertig haben, die noch raus soll. Richtig, ich weiß nicht, deine Produktion ist die ganz unten? Was war jetzt nochmal ganz unten? Die Paletten. Die Paletten waren ganz unten. Die Leerpaletten. Die Leerpaletten. Da musst du was runterbringen? Hölzer oder was musst du da mal runterfassen? Ja, da müssen die zugeschnittenen Bretter vom Sägewerk müssen da runter. Okay. Naja, das wäre doch eigentlich die Idee, oder? Da könnt ihr schön fahren. Wenn der da vielleicht irgendwie. Ja, also wenn der da so Interesse dran hat, lässt sich da mit Sicherheit was ein. Richtig, weil da könnt ihr dich nämlich da unterstützen. Halt eine oder andere Ladung Holz, die halt von hier dann doch mal woanders hin muss, ne? Ganz genau. Sei es jetzt die Papierfabrik unten oder die Holzsachen Richtung Kraftwerk. Ganz genau, weil da kann er dich dann unterstützen, du bist ein bisschen entlastet und kannst dich mehr noch um Paletten und so an sich kümmern, weißt du, um die Holzfällerei und das alles. Na, das würde die Sache natürlich vereinfachen. Ja. Ich glaube, ich mach mal vielleicht dem Walter mal das Angebot. Ich würde ihm da einfach mal sagen, was wir miteinander besprochen haben. Und sollen sie einfach mal auf dich zukommen? Ja, gib das doch mal so weiter. Oder? Dann kann sich dieser Vitali ja mal bei mir melden. So machen wir das, oder? Würde ich sagen. Wir machen das so und ihr macht dann halt miteinander aus, wie ihr das verkuttelt mit dem Geld und so. Aber das ich denke mal. Klingt doch ganz gut. Apropos, wo ich dich gerade am Telefon habe. Ja? Rainer sagte vorhin irgendwas, ihr habt die ersten Felder geerntet. Ja. Ihr habt Stroh? Ja. Du brauchst Stroh? In der Papierfabrik. Hm? Kosten übernimmt die Gemeinde. Mhm. Okay. Also wenn ihr da habt, ruhig die Fabrik einfach mal vollhauen. Was passt denn da rein? Ich meine, wahnsinnig, ich weiß jetzt gar nicht, was wir jetzt eingenommen haben an Stroh. Das muss ich jetzt schon mal gucken. Das Feld ist jetzt auch schon mal durch. Aber wir könnten mit Sicherheit schon mal das erste bisschen reinbringen, denke ich mal. Ja, also da würden bis zu 100.000 Liter reinpassen. Mhm, okay. Und das andere, Rainer war nämlich jetzt schon zu früh wieder weg. Mhm. Ich war am Überlegen, die Pelletfabrik eventuell noch zu übernehmen. Mhm. Und die ja auch unter anderem über Stroh arbeitet. Ich schreibe mal 100.000 Stroh auf. Ja, und die Abrechnung, das machen wir dann demnächst einfach über die Gemeinde. Hm. Weil über dieses Pachtverhältnis, was ich da habe, kommt die Gemeinde für die ganzen Kosten auf. Okay, das hört sich ja schön an. Und wo muss das rein, hast du gesagt? In die Papierfabrik. Wo ist die denn jetzt wieder? Die Papierfabrik ist, wenn du am LU vorbeifährst, ja, unterhalb von BGA 1 und 3. Okay. Na gut, das können wir schon machen. Also ich spreche es mal kurz mit dem Kollegen ab
was der mit dem Stroh alles vorhatte, aber ich denke mal, 100.000 können wir mit Sicherheit abknapsen. Dann würde ich das hinbringen, sobald ich es unten habe, gebe ich dir Bescheid. Ja, also das wäre nicht schlecht. Ich bin jetzt gerade am gucken, was. Dann kommst du auch ein bisschen mehr zu den Paletten vor allem. Wir brauchen aber noch die ersten Paletten dann auch. Wir wollen jetzt auch die Metzgerei demnächst mal ein bisschen in Gang bringen. Wenn wir die ersten Tiere haben, die wir schon mal hinliefern möchten. Und da brauchen wir dann die Geschichte. Genau. Achso, wie ist denn das eigentlich? Was brauchen wir denn eigentlich dann auch? Das Kleidergedöns, Arbeitskleider, gell? Da sind wir auch noch nicht dazu gekommen. Da braucht, das läuft über die Gemeinde, da ist, glaube ich, irgendwie Baumwolle brauchen wir dazu. Baumwolle, okay. Ich meine, da hat der Exporteur, glaube ich, da was hingebracht inzwischen, was Baumwolle angeht. Ich Also glaube, das. Schafswolle habe ich was da, das müsste nur hingebracht werden noch. Ja. Da könnte man das vielleicht auch in Gang bringen. Und Baumwolle, ja. Und Paletten habe ich auch noch ein bisschen was da. Ja. Da könnte man das vielleicht auch in Gang bringen, ne? Ich müsste jetzt mal noch einen LKW voll machen mit Paletten. Und dann Also ich klär's mal kurz mit dem Ronny mal ab, wegen den 100.000 Stroh und würde dir noch mal ganz kurz Bescheid geben, ob wir es hinliefern. jawohl, schau mal, was ihr da habt. Ja, mache ich. Bis Wunderbar, danke gleich. dir. Und tschüss. Ja, hallo. Ja. Hi Ronny. Der Dylan hat angefragt, ob wir Stroh verkaufen. Jetzt weiß ich, wusste ich nicht mehr genau deine Pläne. Er Ja. würde 100.000 abnehmen. Ja. Können wir das machen? Ja. Oder ja? Wir haben genug, Ja, glaube ich. 330.000 haben wir drin. Ja, da können wir locker drei. Ja. Ups. Was ist Stroh? Ich bin ja Stroh. Ich suche gerade Stroh. Hier fest. Unser Stroh Ladewagen ist bist zu du. groß. Ja, unser Ladewagen ist zu groß. Ich komme Da durch darfst die du dich Luke. auch. Ach so, du willst gleich einladen. Ja, wollte ich. Aber ich Da komme musst du nicht. mit dem LKW reinfahren. Da passt da nicht rein. Hier nimmst du einen LKW vom Walder. Ich merke es gerade. Ja, ich bin nicht reingekommen. Wo haben wir es denn? Oh, 311.000. Ja, genau. Ja, 100.000 will er haben. Kann man haben. 100.000, ja, oder? Ja, warum nicht? Wenn wir einmal das geerntet haben. Ich muss. Kann ich einparken, das Ding, oder? Das Und brauchen noch wir nicht was? mehr. Nö, das war's schon. Ach so, da muss ich gleich mal anrufen. Ja, genau. Und ja, mit dem Dings muss ich da auch noch mal kurz. Ja. Mit Walter mal reden. Stellen. LKW sagt er, also gut, dann schnappen wir uns hier mal diesen LKW. Dem kommt man da rein, das kommt mir viel größer vor, aber gut. Wenn es denn so ist. Passt tatsächlich rein. 100.000.
Ja, hallo. Ja, Toni hier. Hallo, Herbert. Tachchen. Na, wollt mal hören, wie geht's dir? Was dir macht's? Geht's gut. Was machen die Tierchen? Ah, denen geht's auch gut. Ich bin gerade auf dem Feld, mach ein bisschen Gras. Ah, okay. Das ist gut. Und du hast dich erholt mit dem Schock von vorhin? Wahnsinn. Oder? Es muss, aber ist schon, also ich habe echt noch zum Kauen dran. Also ich arbeite jetzt einfach und hoffe, dass es dadurch ein bisschen, ja, Erinnerung ein bisschen weg ist, aber ich fand es schon extrem heftig. Es, vor allem ohne Grund oder na gut, da wird vielleicht noch was rauskommen, warum und weshalb. Ich weiß es halt nicht. Also ich weiß halt nur, dass er zwischen den Stühlen ein bisschen stand, ein bisschen unter Druck war. Naja, gut, rest in peace, Matterhorn, kann man nur sagen. Absolut, absolut, ja. 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 Ist schon derbe. Aber gut. Muss ich da hin? Hä? Ach, Papierfabrik, okay. Ich wollte einfach mal hören, wie es dir so ist. Ja, genau, also ganz ohne Grund. Dachte ich, frag mal nach. Es ist gerade so ruhig, der Ludwig ist nicht da, der ist bei seiner Verwandtschaft. Er hat jetzt Urlaub, hat er. Ah, okay. Hat er nicht auch Geburtstag gehabt jetzt erst vor kurzem? Meine ich, ne? Da muss man es noch kräftig einladen, Ahnung. Vor allem. Ich hab keine Ahnung, echt. Müsst du mal fragen. Weißt, ne? Irgendwie habe ich mal was Leuten hören. Okay. Man muss uns irgendwie, wenn er wieder da ist, mal einen kräftigen Bier genehmigen, ne? Also man muss uns ja, mal einladen. Natürlich. Geht ja wohl gar nicht. Dann muss er Grillparty machen. Ja, mindestens. Nee, es ist ganz angenehm, wenn er mal nicht da ist, da kann ich schön in Ruhe arbeiten. Ja. Ist nicht so stressig. Ist nicht so stressig, ja. Kann man ein bisschen abschalten. Ja, manchmal ist er auch nicht schlecht, ne? Ja. Aber wenn er wieder da ist, werden wir eh mal runterkommen müssen zu euch. Ich hatte ja mit der Vani kurz schon, oder sie hat mich angerufen, Zwecks, dass wir mal ein wenig was verhandeln und vor allem, mir wäre es halt lieb, wenn wir wie so vertraglich was machen. Mhm. Ja, irgendwie war was mit Gras und so. Genau, Gras. Und euer Mischfutter, ich glaube, da war was im Gespräch, genau. Da wäre es mir halt lieb, dass wir da irgendeine Lösung finden, Zwecks, zum Beispiel, wir machen eine Mindestabgabemenge an Gras an euch von Summe X erstmal. Und ihr gebt uns dafür so und so viel pro 1000 oder einen Rabatt für Futter, je nachdem. Da müssen wir auch aushandeln. Genau, also da sind wir kann ich schon sagen, allgemein billiger geworden. Wir sind jetzt dadurch das Ganze drumherum noch gar nicht dazu gekommen. Also unsere Preisliste haben wir kräftig überarbeitet, weil wir gemerkt haben, dass wir in dem einen oder anderen doch noch recht teuer waren. Wir haben die Schwarzinger Preise zum Teil ein bisschen übernommen. Da war es dann doch noch ein bisschen anders, die Lage. Sag mal so, also vom Mischfutter für die Kühe her, ich bin da gar nicht so der große Abnehmer fürs Jahr gesehen, momentan noch. Also ich habe das mal durchgehend, ich lasse da vielleicht 100.000 Euro bei euch. Ja, aber das wird auf... Ja, gut, wir wollen ja, dass ihr irgendwann auch noch mehr Kühe und so abnehmt. Dass das ein richtig schöner Kuhhof wird und. Ja. Was habt ihr da nochmal bezahlt? Ich glaube 1100 oder sowas, gell? Fürs Kuhfutter? Ich weiß gar nicht. Weiß gar nicht. Nicht so. Also, ich weiß halt nur, dass er dein Partner kräftig geschumpfen hat über unser Mischfutter. Mischfutterpreis. Sehr unheimlich teuer wäre. Und, Also das ja, unheimlich teuer. Also, ich weiß nicht, wo er war. 900? Nee, 1100? Ja, richtig. Und wir sind auch um einiges günstiger geworden, aber auch da wollen wir ja miteinander vielleicht mal was machen, dass wir da die Preise allgemein senken. Also es sind so an sich schon gesenkt jetzt, aber da können wir vielleicht dann nochmal was machen. Also wir haben jetzt einen Preis von, sag ich mal, den wir allgemein verkaufen, 420. Ja, das also ist natürlich um einiges günstiger geworden, ne? Aber selbst da ist noch was machbar. Aber da hat die Fanny, ich möchte es da nicht vorgreifen, Sicherheit noch ein bisschen was, das wir euch noch zusätzlich mitgeben können. Ja, wie gesagt, wenn er wieder da ist, dann kommen wir mal runter und dann setzen wir uns mal am Tisch. So machen wir das, genau. Gut, ich danke dir für den Anruf. Und sehr gerne. Grüß mal alle von deinem Hof. Ich sehe sie irgendwie gar nicht mehr, aber ich mach's. So, auch genau. Alles also, ciao. Ja, bis dann, tschüss. So, haben wir die erste Fuhre abgeliefert. 60.000, das heißt 40.000 haben wir noch. Bringen wir das auch noch zurück. Ja, man sieht, jeder ist ein bisschen, alle sind etwas angeschlagen. Und
dieser Geschichte. Aber gut. Business as usual. Weiter muss es gehen. So kämpfen wir jetzt halt einfach weiter. Ich glaube, wir hätten auch hinten runterfahren können, glaube ich, oder? Hätten wir so ein bisschen kürzer gehabt, müssten wir den riesen Umweg düsen. Vielleicht nachher machen, dass wir ein bisschen einen anderen Weg nehmen. Alter hat jetzt noch gar nicht zurückgerufen. Tony? Ja? Ja? Wie viel hast du denn schon hingefahren? 40, 60. Ach, wie kriegt man eigentlich dann raus? Oder was kriegt man dann vom den? 84 per 1000 haben wir. Ach so. Das ist ja unserer neuesten Preisliste. Passt, oder? Ja. Ungefähr 10.000. Ja. Das sind keine Welten, aber mein Gott. Bisschen was, sag ich mal. Saatgutproduktion läuft. Ey, sehr schön. Das ist da perfekt. Da wird schon das erste Saatgut hergestellt. Klasse. Brauchen jetzt aber langsam Herbizide, fällt mir so auf. Ja, meinst du? Naja, die Saatgutproduktion läuft ja mit Herbiziden. Ja. Ah. Ja gut, aber können wir ja machen. Wir haben ja Dünger. Ja, ich weiß. Und wir haben ja eigentlich alles da, was wir brauchen, ne? Ja. Dünger, Wasser kriegt man ja alles. Ja. Das soll ja jetzt kein Thema mehr sein. Oh, 100.000. Wir haben gerade Geld an. Können wir was ausgeben. Ist gut, dass wir hier den Shop mit dabei haben, du, sag ich dir. Ich glaube, der Beiler hat unser Vertrag gesehen. Irgendwie. Also von dem, was ich gehört habe, kriegt man laut Vertrag Anhänger geschenkt. Vom Fan. Ach so? Okay. Ja gut. Ach so, ja, weil wir über einen bestimmten Bereich drüber sind, ne? Genau. Ja. Ja gut, ist die Frage, was über Fendt jetzt inzwischen alles verkauft hat. Ich weiß gar nicht, ich bin komplett außer, wollte auch, dass er mich mal anruft, aber da kommt auch nichts. Ja, der ist ja gerade in Verhandlungen. Ich habe gerade voll vergessen, was ich machen wollte. Ich war ja, der Walter hat mir schön ein Spielzeug mitgebracht. Echt, was denn? Ein Kirovets. Oha. Oha. Hat er den vom Vitali mitgekriegt oder was? Ja. Du, ich habe auch, wenn wir wieder genug Geld erwirtschaftet haben, ich habe meinen Kirovets gefunden, den er verkauft hat vor dem Frühling. Ah, okay. Ja, gut. Werde ich mir irgendwann, wenn wir genug Geld erwirtschaftet haben, wieder kaufen. Naja, das kriegt man dann schon mal hin. Ja. Ja. Genau. Ja, unsere Raffinerie, die können wir noch nicht in Gang bringen, ne? Da fehlt uns ja noch alles. Da ist halt genau, ach, das siehst du, da ist das LU, da habe ich ja das LU oder mehr oder weniger beauftragt. Mhm.
Ich glaube, wir müssen auch mal gucken wegen Treibstoff und so Herstellung, gell? Noch können wir ja da nichts herstellen, aber weißt du noch, wo wir Treibstoff hergekriegt haben? Können wir das bei uns eigentlich nehmen? Moin, Mel! Ronny, wo bist du denn? Ach, da oben bist du noch. Na klar. Hattest du die Gärreste umgeladen? Na klar, ich hab dir schon überwiesen. Traumhaft. Reicht das oder braucht ihr noch mehr? Erstmal nicht, tatsächlich. Das war 10.000, 30.000, aber komm mal erstmal ein bisschen. Alles klar, dann weiß ich Bescheid. Schönen Tag euch noch, denn. Ja, ebenso. Haben wir Gärreste gekriegt? Ja. Ja, sehr schön. Hast du dann mal noch, ich weiß nicht, jede Zeit hast? Ja? Ja. Was brauchst du? Ich brauche dich, muss ich entführen. Ach so, ja. Eigentlich mit dem weiter Ohr, aber wenn wir jetzt hier voll zu tun haben, mal schauen. Vielleicht machen wir das später. Mhm. Also ich würde jetzt wieder zurückkommen. Ich habe jetzt die 100.000 abgeliefert. Ich würde jetzt wieder zum Hof und habe jetzt dann erstmal eigentlich nichts. Mal schauen. Ich muss mit dem weiter quatschen. Mach mal. Ich muss auch mit. Okay. So, der erste Bestandteil vom Schweinefutter ist auch drin. Super. Ach, neue Tiere. Der Bunny. Neue Tiere hat sie? Ja. Mal gucken, da war den Toni. Ah, ja. Sie. Wenn den Walter nicht hört. Wenn den Namen nicht weißt, du weißt trotzdem, wer dran ist. Tagchen, Walter. Guten Tag. Danke für den Rückruf. Du, also ich weiß nur, dass der Kollege Ronny dich auch sucht. Und dann haben wir noch ein zweites. Und zwar habe ich vorher mit dem Dylan gesprochen. Mhm. Hast du jetzt denn, Dings bei dir, den Vitali? Ja. Ah, Mirko will auch schon was. Ich habe... Er fährt ja gerne unser Vitali, ne? Ja. Die Idee wäre gewesen, ob er ab und zu für den Kollegen Dylan fährt, weil der braucht oben unbedingt Hilfe. Ja. Mit seinen Holzbrettern und mit seinen Paletten. Ja. Und da könnt ihr doch für ihn, du könntest es ja quasi so als Subunternehmer ihn schicken, dass der für ihn immer die Paletten und das Zeugs da liefert. Müsste das klappen. Ja? Hat der eine Arbeit? Wir haben eine geregelt. Du hast, also in Anführungszeichen, unser Kunde hat ein geregeltes Einkommen zusätzlich noch. Und der Vitali hat eine gute Arbeit. Wollte ich schon, klar. Oder? So gucken muss ich mir auch hier technisch was einfallen lassen, weil die Paletten ist ja. Oder hat der Dylan nur was da oben? Ich meine, der hätte was. Ich glaube, da kann er vielleicht sogar hingehen. Da könnt ihr, kann schon mit ihm mal ausmachen. Der hakt, glaube ich, irgendwas. Ein Loader oder irgendwas, wo man das ziemlich locker, glaube ich, aufladen kann. Mhm. Und also ich habe gesagt, ihr meldet euch bei ihm und macht es miteinander aus. Also ich habe zumindest schon mal alles in Gang gebracht. Ja. Wenn du möchtest, melde dich einfach mal bei ihm und... Der speditionstechnisch richtig los wieder. Ja, ja, eben, weil dann hat man richtig was zu tun, ne? Als Spediteur und so. Ich glaube, das ist so ein idealer Job. Wenn du so der Bauhof, der möchte auch expandieren. Ah ja, was hat er vor? Ich habe den mal ein Angebot gemacht für ein paar Kipp-LKWs und die sind nicht davon abgetan. Okay, okay, ist doch schön. Ist unser Geld. Immer rein damit. Eben. Also ich habe den jetzt zwei dahingestellt und ich glaube, wir werden da irgendwie 3-4 LKWs dran. Also wir werden die kaufen, die werden dauerhaft in der Miete gehen beim LU und also bei dieser neuen Zusammenführung, die wir jetzt haben. Ja. Ja gut, vielleicht kommt uns zugute. Hi Marco. So, ich bin gleich für dich. Hallo, da. Toni. Jo. Dahin. Ja, müssen wir mal gucken, ne? Ja, würde ich sagen. Okay, ich weiß es nur, frag doch mal an Ronny mal kurz, der wollte auch irgendwas. Warte mal, ich habe den Ronny gerade auf der anderen Leitung, warte mal. Ja. Moment, umschalten. Ronny? Ja, ich bin noch da. Ah, bist noch da? Du, ich habe hier einen Walter gerade. Ich mach mal kurz ein Meeting, ne? Mit uns dreien. Moment. Walter? Ja. Ronny? Weiter. Ich bin auch da. Ronny. Jetzt sind wir gerade zu dritt. Zeit für die Überraschung, was ich dir vorhin gesagt habe. Ach so, ja, ich muss hier gerade nur eine Maschine nach LU bringen.
Aber wenn nicht, machen wir uns, können wir so später machen. Ey, das Spielzeug, was du mir vorbeigebracht hast. Schön, nicht? Ich liebe es. Spielzeuge sind immer toll, oder? Aber ich habe Mirko hier. Ja, ich würde sagen, wir gucken nachher mal, ne? Jo. Also, bis dann. Jo, tschüsschen. Hi, Mirko. Hallo, Toni. So, Mirko ist doch in Ordnung, oder? Ja, genau. Alles klar. Ja. Und? Angekommen? Ja, also ich habe jetzt ein gutes Gespräch mit dem Bürgermeister gehabt. Ja. Dem Herrn Zufall. Mhm. Und er hatte mir tatsächlich gesagt, dass es hier einen Biohof gibt, so wie du auch schon gesagt hast. Ah, siehst du, wusste ich doch. Ist es der Obst und Gemüse ganz genau, oben, ne? Genau, Obst und Gemüse. Ah, im Norden oben. Er hat oben gesagt, das besteht aus zwei Höfen, dieser Biohof. Aha. Und den habe ich ihm jetzt quasi abgekauft. Ah, sehr schön, sehr schön. Ich war noch nie da oben. Hat mir sogar einen Freundschaftspreis gemacht. Echt? Wow. Mhm. Das ist ja mal was Tolles, okay. Und das Gute ist, Maschine stand auch schon dort oben. Nee, jetzt. Ja, eine niegelnagelneuer John Deere stand da oben. Echt? Wow. Ist ja toll. Da kannst du richtig gleich loslegen, oder? Ja, deswegen bin ich ja auch da, weil du hattest ja was erwähnt, dass du hier Landhandel bist. Ja, korrekt, richtig. Da bist du richtig. Und nachdem ich gesehen habe, was ich so alles brauche, wollte ich fragen, ob ihr Kompost da habt. Muss ich gerade mal kurz gucken. Du brauchst Kompost alleine oder? Ja, nur Kompost und bei Bedarf irgendwann Wasser. Wasser kriegst du? Das ist kein Problem. Da musst du nur sagen, was du, wie viel du brauchst. Mhm. Lass uns mal kurz rübergehen zum Komposter. Ich bin mir jetzt nicht sicher. Sonst würden wir den natürlich anwerfen. Du bist jetzt der Erste, der das anfragt. Wir hatten das seither nicht gebraucht, aber klar, die da. Das Obst und Gemüse. Was haben wir denn hier? Na, da ist natürlich nichts drin. Müssen wir produzieren. Wie viel bräuchtest du denn? Was würdest du denn anfangs brauchen? Dann würde ich mir das aufschreiben. Moment, ich schau mal, was mein Hänger fassen kann. Treibstoff drin? 14.000. Also, sagen wir mal 15.000. 15.000 bräuchtest du. Mhm. Okay. Würden wir produzieren für dich. Wir sagen dir cool Bescheid, sobald es fertig ist. Bonnie, du hast gehört, da müssen wir da irgendwas reinschmeißen. Ah, ist schon weg. Hab mich nicht mehr gehört. Okay, nee, guck mal danach. Sobald fertig ist, gib mir dir Bescheid. Mhm. Ja, ich hab das auch erst gesehen, was für Mittel ich da brauche. Mhm. Wasser war noch, weil der Herr Zufall meinte, dass zu dem Biohof wären noch Gerätschaften, die ich mir ausleihen könnte von Glückshuhn. Ja, richtig. Genau. Das hat er dem Günther-Dings gehört, ja, richtig. Genau, er hat gesagt, der ist momentan im Urlaub. Mhm. Und er hat gesagt, er denkt, dass er nichts dagegen hat, bis er wieder da ist, wenn ich irgendwelche Gerätschaften bräuchte, dass ich mir die da ausleihe. Ist ja perfekt, weil die müssen eh bewegt werden. Wenn die ewig da rumstehen, dann ist ja für die auch nicht gut, klar. Ja, drum hatte ich ja das Glück, dass ich nur mit einem Anhänger kommen muss, weil Wasser war im Wasseranhänger noch vorhanden. Ach, guck an. Das ist ja praktisch. Und werde aber noch mehr Wasser brauchen, weil der Gemüsehof muss ja auch irgendwie in Betrieb genommen werden. Mhm. Da ist es egal, habe ich gesehen. Da kann man Kompost oder Mist einlagern. Mhm. Und Torf bräuchte ich noch. Aber da habe ich schon, weil der Herr Zufall hat mir eine Karte gegeben von hier. Ah. Und da, es gibt doch ein Torfwerk, meine ich, irgendwo, gell? Genau, und der Herr Zufall Achtung, wollte ja eh nochmal. Bonny kommt reden mit großem Gerät. Der macht es ja schon. Ah, achso, jetzt müssen wir schon warten.
Hör ich dich nicht? Komm mal lieber hier rüber. Mhm. Der zu Herr Zufall wollte ja eh nochmal mit mir reden und da er mir eh schon einen Freundschaftspreis für den Obsthof gemacht hat, bin ich am Überlegen, das Torfwerk eventuell auch noch mit in Betrieb zu nehmen. Ah, ja, das macht natürlich Sinn, weil das brauchen wir da oben, ne? Genau, und das, den Torf, den ich nicht brauche, den kann ich ja dann bei euch verkaufen oder so. Ja, klar. Weil sie die anderen Landwirte brauchen. Mhm. Ja, das kann man immer irgendwas brauchen, ganz klar. Mhm. Genau. Und auf der Herfahrt hierher habe ich so komische Schilder gesehen. Ja. Gibt es hier etwa auch so eine komische Agrar GmbH? Ja, das ist unser Lohnunternehmen. Ach du Scheiße. Ja. Gibt's hier. Also, wenn du da mal was brauchst, also so viel ich weiß, hat der Günther auch ein Feld gehabt. Könnte man natürlich auch bestücken. Warte mal, ich hab da eine Karte, warte mal. Schau mal, ich weiß nicht, ob du schon gesehen hast, die 55. Die gehört ihm auch. Vielleicht wäre das eine Idee, das einfach nochmal vielleicht in Gang zu bringen, wenn du da irgendwas brauchst oder so. Ich meine, du kannst es uns dann auch verkaufen, wenn du sagst, brauchst du nichts, aber wäre vielleicht auch eine Möglichkeit, weil da könnte man sagen, komm, hier können wir alles Mögliche reinkippen, dass man da irgendwas macht oder so, ne? Mhm. Telefoniert, ja, hallo? Ja? Das ist der Karl-Heinz Smart. Ich wollte unbedingt noch Dünger haben, bitte! Dünger? Ja. Wie viel brauchst du denn? Ich wollte mir jetzt was rausnehmen, so 10.000 Liter, wenn ich darf. Ja, ist in Ordnung. 10.000? Ja, warte, ich fülle erstmal was rein. Ich sag da gleich ganz genau, wie viel ich mitnehme. Hm? 9.260. 9.260. Mal. Was haben wir gesagt? Äh, 7.100. Okay, warte. Dann überweise ich dir das nämlich. Direkt. 7.100, ja? Ja. Das war Festdünger, gell? Hast du raus? Ja. Alles klar. Ich hätte einen Preis machen können von 7. Ja, komm, mach 7. So macht Geschäfte machen Spaß. So sind wir, ne? Ist so, macht's wieder Spaß, oder? Ja, mega Deal mit dem Walter gemacht. Mega Deal. Oh, das musst du mir unbedingt erzählen. Aber liebe Leute, wisst ihr was? Das machen wir beim nächsten Mal. Denn wir sind durch für heute. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wie es hier weitergeht mit Mirko, Karl-Heinz ist soweit zufriedengestellt, denke ich mal. ja, wir bedanken uns bei euch ganz herzlich und lasst unbedingt ein Däumchen da. Guckt beim Karl-Heinz unbedingt vorbei, ganz arg wichtig. Lasst ein Däumchen auch bei ihm da, ein Abo, wenn ihr noch keins habt, bei beiden. Wir freuen uns riesig drüber. Ansonsten vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ciao. Ciao. Ciao.